Geht ja gleich mit einer interessanten Cutscene los hier. Ja, moins und herzlich willkommen zur 9. Aufnahmesession der Hamburger SV-Karriere. Ja, ich glaube, das war noch die Cutscene von Robert Glatze, der uns ja verlassen hat. Wir haben in der letzten Aufnahmesession ja das große Saisonfinale gehabt. Da haben wir auch schon ein paar Transfers getätigt. Das Debütspiel findet gegen Grün-Weiß statt. Alles klar. Wenn wir die Mannschaft angucken, genau. Wir hatten ja Demirovic verpflichtet. Terodde wollte ich noch verkaufen, genau, weil er ja einen Downgrade hat. Genau, wir hatten Scalvini geholt. Entschuldigung für den Husten. Scully kam dazu. Ivusic ist das schon ein bisschen länger. Stimmt ja, wir haben ja jetzt Ambrosius dabei. Da müssen wir auch mal gucken, wie das hier weitergeht. Dann gehen wir mal gleich erstmal hier in die Zentrale. Fiel mir das Wort nie ein. Gucken wir nochmal in Ruhe alles durch. So, Leibold. Leibold auf der Transferliste, genau, den wollte ich abgeben. Dann hätten wir Muheim und Hasan. Aber ich sag ganz ehrlich, selbst wenn Leibold bleiben sollte, das wäre an sich nicht schlimm. Vuskovic bleibt aufgrund trotz des gewissen, wir wissen, Skandal, was auch immer da aktuell noch herrscht. Entschuldigung. Koulibaly wollte ich verleihen, genau. Sumbiri ist ja verliehen an Al-Shabab. Ambrosius, mal gucken. Wobei mir eine 70 ist ja mal gar nicht so verkehrt. 24 Jahre, mal gucken. Scalvini, aufregender Mann für die Zukunft. Mikkel Bronzis. Natürlich mit Haier für RV. Scully wird zum LV. Ich glaube, Entwicklungsplan hat er ja sogar. Kran ist verliehen. Meffert plane ich. Zumindest ab und zu. Reis. Jupp. Benesch auf alle Fälle. Ja, Sohn, der manchmal Joker richtig gut ist. Auf alle Fälle. Bibia muss ich gucken. Weiß ich noch nicht. Dompe auf alle Fälle. Megé Haier verliehen. Königsdörfer. Plane ich, Jatta plane ich auch noch, Vega plane ich vorne im Sturm. Der Eusebis Terodde wird ja auch noch kontaktiert von Mallorca, Meißner ist auf der Transferliste. Genau, da haben wir den Mijovic Kleindienst. Und Vega, zur Not kann ja Königsdörfer und ich glaube Jatta kann auch zur Not noch vorne aushelfen. Oder Dompe kann er das auch? Nee, Dompe kann das nicht. Aber Königsdörfer weiß ich auf alle Fälle. Okay. Ja, schon ein bisschen her, dass ich tatsächlich die HSVK wieder gemacht habe. Deswegen muss ich hier auch erstmal tatsächlich wieder reinkommen. Schon Wochen her. Weil ich nehme das ja immer so Session-mäßig ja auf. Das ist ja jetzt Session Nummer 9 schon. Wahnsinn. Einfach, wie schnell hier auch so eine Zeit vergeht. Positionswechsel. Die R-Taste war das, ne? Ja. Von Scully. Das passt sehr gut, weil ich gerade sagte, zum LV. Entwicklungsplan. Ja, wunderbar. Entschuldigung für den Husten. Kann ich mich immer nur für entschuldigen. Wunderbar. Scully jetzt als LV. Meine Güte. Der Husten macht einen fertig. So, Training simulieren. Wir machen mal weiter und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Leihangebot Koulibaly und Monatsbericht Jugendmannschaft. Machen wir gleich erstmal Leihangebot Koulibaly. Das wäre super. Ein Jahr. Perfekt. Perfekt. Monatsbericht Jugendmannschaft. Gucken wir mal. Hat jeder eine Aufgabe? Ja. Nils Horn ist fast zum Stürmer. Wunderbar. Auch Kazuo Fujiwara, der ja auch schon ewig mit dabei ist. Quentin Michel. Schon allein vom Namen wegen der Hamburger Michel müsste er eigentlich schon spielen. Ich überlege tatsächlich, ihn sogar hochzuholen. Mal gucken. Ist ja einer der besten bisher. Anton Meyer. Okay. Nilos Demetriou, der Grieche, der ist ja auch schon ewig mit dabei. Den würde ich tatsächlich. Na, wobei, ich gebe ihm noch die Chance. Wenn es nicht klappt, dann. Na, er ist noch 15. Marlon Schäfer, da kann noch was passieren. Ich sehe aber gerade, der hat noch keinen Plan. Der muss den linker Flügel. Starker Fuß rechts, linker Flügel. Einmal RT. Da, 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 da. 15 Wochen, naja, komm. Geht sogar der schwache Fuß hoch, wunderbar. Dann hat jeder eine Aufgabe, ist beschäftigt. Und dann schauen wir mal, Training wieder simulieren.
Sollte ich öfters husten, wie gesagt, es tut mir leid, ich bin nicht ganz fit. Nochmal ein Leihangebot für Koulibaly, sogar mit Kauf. Meine Güte, Entschuldigung. Mit Kaufoption, ich mache aber nur ein Jahr Leihe. Eine Einjahresleihe. Da kann sich aussuchen, wohin. Hauptsache, er kriegt dort Spielzeit, hoffentlich. Dann weiter. Transferangebot Meißner, Benesch und Übereinkauf Terodde. Terodde machen wir mal als allererstes. Sogar ein bisschen über den Marktwert. Ist okay, nehmen wir an. Robin Meißner, dich möchte ich ja gerne. Na, so hoch muss es nicht sein. Ich sag mal, für 2,5 könnt ihr ihn haben. Und Benesch, ein Tauschgeschäft für Oscar Urena. Nein. Nein. Nein, nein, nein. 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 Laszlo Benesch ist festgesetzt bei mir. Wobei hatte ich ja zu Glatze, glaube ich, bei der Aufnahmesession davor auch gesagt, dann ging er ja für eine gute Summe. Aber Laszlo Benesch bleibt. Und ich sehe schon, das Bundesliga-Design heißt, das Nordderby müsste jetzt bald losgehen. Oh Gott, Entschuldigung. Transferangebot, Robin Meissner. Ich kann mich wirklich nur dafür echt übelst entschuldigen. Immer wieder. So 1,8. Auch hier. Ah komm, ich kann ja mal noch ein bisschen mehr versuchen. Mal gucken, wo er hingeht. So oder so, es wird über seinen Wert sein. Weiter. Und da ist es schon. Positionswechseloption für Mikel Bronzis. Und jetzt kommen ja gleich noch die weiteren Transfers. Machen wir gleich. Erstmal Mikel Bronzis. Und zwar gucken wir mal. Als Innenverteidiger wunderbar. Genau, das hatte ich ja einen Auftrag gegeben. Leibold, genau, dich würde ich ja gerne noch loswerden. Benfica, delegieren. Na komm, so hoch auch nicht, aber ich sag mal für 5,7 wäre ich schon zufrieden. Schonlau, auf gar keinen Fall. Und bezüglich Robin Meissner. Ja komm, es über seinen Marktwert nehme ich an. Entschuldigung. So. Wieder simulieren. Na, wieder simulieren. Meine Güte. So, die nächste Cutscene. Der nächste Abgang. Alles klar, das kann ja nur ein, ich wollte gerade sagen, Koulibaly sein. Ein Jahresleihe nach Stade de Brest. Genau, wir haben ja Vuskovic, wir haben Scalvini, also im Prinzip Top-Abwehr. Drücken wir auf R. Genau, Koulibaly ausgeliehen, das geht in Ordnung. Nochmal die schriftliche Bestätigung. Jetzt geht's weiter. Mit dem nächsten Abgang von Simon Terodde nach RSCD Mallorca. 2,2 Mille. Er hat uns in diesem Jahr top geholfen. Wir kriegen B immerhin, das geht in Ordnung. Vega vorne, Königsdörfer, zu Not Demirovic. Also wir, oder Kleindienst ist ja auch noch da. Top-Besetzung. Und hier sogar vom Vorstand, Herr Klopp, geehrter Herr Klopp, gut gemacht. Subi. Wir simulieren das nächste Training. Jetzt gucke ich noch mal hier so mal auf Teammanagement. So, Mikel Bronzis. Ich sortiere mir das hier mal kurz zurecht. Kann Muheim eigentlich hier spielen? Könnte er theoretisch. Aber das meine ich nicht. Wo könnte eigentlich ein Joe Scully noch spielen? Nur RV, okay. Ah, Kleindienst braucht Spielzeit. Königsdörfer würde ich sogar mal von Anfang an reinstellen, dass der auch Spielzeit bekommt. Na, Meffert hat ja noch grün. Reis müsste er von Anfang an spielen. Na, mal gucken. Zuno kann ich es ja immer noch umstellen. Aber auf alle Fälle bleibt Meffert im Kader, so viel steht fest. So, wir machen weiter. Richtung Nordderby. Übereinkunft Leibold Meißner und noch ein Transferangebot Leibold. Ah, ist auch über Marktwert kommen. Leibold. Würde ich annehmen.
Und hier würde ich auch annehmen. Und der, der schneller ist, kriegt Leibold. Wir können ja mal nochmal unter Transfers gucken. Wen haben wir denn hier noch im Angebot? Transferzentrale. Ich bin am Überlegen, tatsächlich vielleicht nochmal einen Füllkrug zu. Ich weiß, es ist nicht der jüngste. Duxch ist auch nicht der jüngste, aber ich bin echt noch am Überlegen, Füllkrug zu holen. Er hat nämlich auch überragend gespielt gehabt. Zumindest beim WM-Spiel. Ich habe ja nämlich die Highlights ja im Netz gesehen. Das Tor war geil. Ich sehe gerade, das schneit draußen. Holy. Holy moly. Und schon haben wir bald 23. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt der Schnee und dann ist bald schon wieder Frühling. Wahnsinn, Wahnsinn. So, aber jetzt konzentriere ich mich erstmal wieder hier. Der wird bestimmt zu teuer sein. Nächsten AK. Okay. Denke mal, ja. Ager 14,5. Wie viel habe ich denn noch? Entschuldigung. An Budget. Ja, 10 Mille. 10 Mille, 10 Mille. Nein, 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 falscher Knopf. Okay, wir warten erstmal ab und gucken mal, was passiert. Machen erstmal weiter. Oh, danach kommt Dortmund, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Holy. Wir gehen direkt. Na, wobei, nee, komm. Ist ein besonderes Spiel, da gibt es eine besondere PK natürlich. Auf Schön, dass geht's! Sie alle da sind. Dann beginnen wir mit den Fragen. Jo, erste Frage. Schafft Ihr Team den Klassenerhalt? Das ist das Mindestziel, was ich mir setze. Wir sind bereit zu kämpfen. Wir haben einen guten Kader. Wir müssen genug Punkte holen. Wir haben einen guten Kader, finde ich. Überspringen. Zum Saisonstart steht gleich ein Topspiel an. Ist äußerst harter Gegner. Glauben Sie, die Aufgabe bereit ist? Ich glaube an meine Spieler. Ich werde eine gute Leistung. Die Jungs wissen, was sie zu tun haben. Ich überspringe das mal hier. Bislang waren sie am Transfermarkt. Drei Neuzugänge und so weiter. Unser Kader ist bestens besetzt. Wir bauen ein Siegerteam auf, würde ich jetzt mal sagen. Und dann schauen wir mal, wie der Auftakt gegen die So, Team mehr Weiß Zeit wird. bleibt uns nicht mehr. Jupp, danke für die Fragen. Partie spielen. Oh, die haben auch da was getan. Agu, das war der, den ich nochmal eine Liste haben wollte. Naja, egal. So, Schiedsrichterin ist Franziska Hummelberg. Schöner Name. Entschuldigung.